Nee, Natur Ramses ist schon wieder dran. Natur steht für Hildburghausen und Ramses steht für Zugfahren. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine weitere Folge Ramses Kitchen, ein Vlog, ein was weiß ich auch immer, keine Ahnung. Ich habe es ja die ganze Zeit schon angekündigt. Es ist wieder mal soweit. Die Fahrt nach München steht an. Zum Hannes, ne? Der Ismo kommt auch. Die Lorenz Snackworld Tasche ist auch gepackt. Guckt euch die an. Da steht die am Streugutkasten. Ist das nicht herrlich? Die kennt man ja schon. Kurze Hose auch am Start. Schnee am Start. Guckt euch das mal an. Da ist der Bahnhof, ja. So ein bisschen. Also ich werde mich gleich da vorne auf eine Bank setzen, aber ich wollte euch mal hier diesen Eindruck mitgeben. Sieht das nicht herrlich aus? Um 10 Uhr kommt mein Zug nach Grimmental. Da habe ich dann 9 Minuten Aufenthalt. Grimmental, bester Platz. Ich hasse Grimmental. Halbe Stunde Fahrt von Grimmental nach Erfurt. 1,5 Stunden Fahrt. Und dann 2 Stunden Fahrt von Erfurt nach München. Und dann sind wir auch schon da, ne? Und heute will ich gucken, dass wir den Community Raid nachholen mit Genesect. So, das ist Grimmental, ne? Mit dem kleinsten McDonald's der Welt. Seht ihr ihn? Nee, weil er so klein ist. Spaß. Wir haben jetzt hier 9 Minuten Umsteigzeit, wie gesagt. Und dann geht's weiter mit Zug Richtung Würzburg. Glaube ich. Hä? Habe ich vorhin nicht Erfurt gesagt? Würzburg ist das neue Erfurt. Wir sehen uns auf jeden Fall im Zug und in Würzburg und in München. So, jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, die Zugbekleidung war wirklich sowas von nett. Habe ich noch nicht erlebt. Kam rein wegen der Maske und so. Ist immer so eine Sache. Maske, Brille, Attest, Brille, Maske, beschlagen, nichts sehen. Asthma, hat sie gesagt. Kennen sie auch, hat sie auch. Jetzt habe ich hier nur diese lumpige dabei gehabt, diese heftige. Sie hat gesagt, sie hat noch andere für mich. Sie kann mir da noch eine geben. Später kam sie sogar nochmal und hat mir hier nochmal 3, 4 Masken mitgegeben auf die Reise, falls meine mal kaputt geht, dass ich die aufsetzen kann. Fand ich auf jeden Fall sehr genial. Der ICE ist auch schon da, wir müssen also direkt weiter. So, der ICE ist jetzt weggefahren, da bin ich gerade ausgestiegen. Nee, Quatsch, eigentlich bin ich da drüben ausgestiegen, aber wir sind jetzt hier rüber gelaufen, denn der Hannes ist da. Guckt mal, hallo, der Hannes. Der Jean Renault hat keine Haare mehr. So sehe ich auch bald aus, ne? Und Hannes hat Bier mitgebracht. Der hat dir das gute Benediktiner-Hell mitgebracht. Dankeschön, Hannes. Bitte, Prost. Prost, Hannes. Das ist so eine nette Begrüßung. Jetzt warten wir auf den Ismo. Oder wie der Käso sagt, der Ismo. Und dann trinken wir mit dem auch noch eins. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Ja, ich muss dich belästigen. Ja, macht nichts. Alles gut. Hier, guck wieder, Hannes. Guck dir. Ja, guck sie. Ah. Taubsi! Nein! Und es ist soweit. Der Dicke ist am Start. Guck dir das an. Ich dreh's mal rum. Oh, da steht er. Ey, oh. Ah, Hilfe. Das ist doch Dr. Jekyll, oder nicht? Hä? Hier, guck mal, der Eskimo und der Bademeister. Wo hast du den Ismo hingebracht, Junge? Der Hannes ist so gierig. Der Hannes, der hat schon wieder 3 Bier besorgt. Guckt euch das an. Beim Ismo durch den Loyal. Dashle steht Beute auf der anderen Seite, kann man nicht sehen. Ich zeig kurz, guck. So, warte hier, so. Hannes will schon aufmachen. Nein. Ganz kurz filmen, dann mache ich es schnell auf. Sozusagen, das steht für uns drei. Auf die Dicken, Prost. Und wir machen jetzt gleich noch einen Raid, der hier ist. Den habe ich in den Community-Tab gepostet. Und werde wieder 10 Leute einladen. Die 2 machen mit, bam. Und dann werden wir das Genesect auch noch eintüten. Sag doch wieder, du musst noch trinken. Ach so, machst du schon. Ach so, soll ich dir das geben? Da habe ich es nämlich für dich aufgemacht. Wenn das jetzt... Komm, dann mache ich das andere auch noch auf. Ist wohl, ich will ja nicht so sein. Es ist schön, dass es einfach überall rausspritzt. Schützen Sie sich und Prost!
So, meine Hand ist mit drin. Großzügen geltenden Verordnungen und Gesetze zur Abstands- und Maskentragepflicht. Maskentragepflicht. Bierpflicht. Nutzen Sie die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Na denn, Prost, auf die Decken, Alter. Bleiben Sie gesund. Ismo. Oder Ismo, wie der Kelso immer sagt. Ismo, kennt ihr den Mo? Der ist. Gleich sehen wir uns beim Raid. So, wir haben jetzt ganz kurz hier den Community Raid gemacht. Diesmal anders, im Vlogging-Style. Einfach, da ist der Ismo, da ist der Hannes. Moin. Was hast du denn? Wie viel hat deins? 19,2. Warte mal, 19,2? Das ist das Beste. Also 19,17 ist ein 100er. Was hast du? Ach, der Hannes wieder. 68. Der steht hier und muss sich hierher teleportieren mit einer mit PG Sharp, weil sonst könnte er gar nicht hier sein. 1860 München. Und ich habe hier 1888, 1870, 1881. Ich möchte aber mal ganz kurz vorlesen, wen ich überhaupt eingeladen habe. Also der Spaß muss sein. Und dann, dafür werde ich jetzt auch extra den Bildschirm anmachen, dass ich euch vorlesen kann. Wen ich eingeladen habe, ja, wer sich eingetragen hat, wer dabei ist. Und zwar, pass auf, mein Kanal. Janaya. Jenna. Jenna. Die trinkt auch gern Bier. Aber du hast ja die Bianca. Wer ist das schon wieder? Da geht's ich weiß nicht mit. Mal, wer das ist. Das muss man erstmal. Ja, man muss ja. Man weiß nicht immer die Namen, wenn ja, man danach aufwacht. Ja, schwarze Faxe. Hast du das hier dabei, Hannes? Nein, das gibt's bestimmt irgendwo. Ja. So. Jetzt will ich ganz kurz die Namen mal vorlesen, auch wenn ich schon wieder total. Shania wurde eingeladen. Ach du Scheiße. Der Netghost wurde eingeladen. Der Sascha wurde eingeladen. Blood and Tears, Wickeda. Wickeda hat, glaube ich, die Freundschaftsanfrage auf dem einen Account nicht angenommen. Deswegen wurde der doch nicht eingeladen. I Scorpions. Urinalbecken, der wohl mit Hannes auch gerade aufgestiegen ist. Carsten. Kulidita. Und dann. War da irgendein anderer Name? Aber der Kommentar ist nicht mehr da. Aber angenommen hat er trotzdem. Und eingeladen habe ich ihn auch. Also, das war der Genesec Community Raid, was es nicht als Scheine gibt. Wir ziehen ein bisschen noch weiter. Und... Hier, ich habe ihn gefangen. Guck Hallo mal her. Hallo Ismo. Ja, ist doch okay. Ist ein 93er. Sieht man. Hast du auch wohl, Alter. Da ist der Undertaker mit Dr. Jekyll. Beste Kombination. Ja, Mann. Haben alle dicht gemacht. Die haben alle dicht gemacht. So wie Dosenbier. Ismo. Der Ismo ist da. Was machst du denn? Nix. Ismo! Ah. Am Hauptbahnhof. Halt mal. Warte mal. Oder halt habt mal. Ihr noch eine? Halt mal. Halt wo ist denn die dritte? Ja, Hannes. Ah. Ismo! Habt ihr nicht noch eine dritte gehabt? Ja. Schlittschuhfilm. Ach, warte mal, das muss ich einmal so und einmal anders. Hier, pass auf. Und jetzt nochmal. Ismo! Oh, oh. Da war gerade der Polizier. Da. Hannes gefunden. Hast du mal mitgezählt, wie viele wir schon haben? Was? Eins. Ein Bier. Guck mal, das sieht aus wie. Corona gibt's umsonst. Ja, Mann, Freibier. Das wär's ja. So. Gesponsert von der Bahn. So ein kleines Fessle. Der Ismo hat voll die Pestmaske, guck, wie der Pestdoktor. Wenn du es von der Seite so geschoben siehst, dann sieht es noch lustiger aus. Oh, Hannes, guck mal. Ismo! Da ist er ja! Ja, wo ist er denn schon wieder? Ich bin weggelaufen. Ismo, vielleicht ist er hier drin. Ich sehe mich. So, wie Sie sehen, ist da drin der Hannes und sucht gerade drei Faxe. Drei schwarze Faxe und es ist gerade übelst der Schneesturm ausgebrochen und hier haben wir schöne Eiswürfel, Cocktail, Eis, Tour gefunden. Ist da Eis drin? Man weiß es nicht. Ich
Na, lass uns mal zu. Da ist hier das Snack World, hier das Fahrrad aufgemacht und da drin ist der Hannes immer noch am Regal. Hat es immer noch nicht geschafft, die drei Faxe zu holen. Nur für Öldosen. So, der Hannes ist zurück und guck dir das mal an. Der Hannes, der hat gesagt, er hat ja einen Faxe geholt. 10%, so ein kleines Döschen, ne? Weil der Ismo, der mag das ja so gern. Und er hat Elephant. Carlsberg Elephant Ultra, ach nee, Extra Strong mit 10,5. Elephant. Also wer das nicht kennt, ne? Kennt ihr das? Carlsberg Extra Strong Elephant. Gibt's ja auch normal, ne? Und das dreht man nicht drüber. Hannes ist gerade austreten, jetzt müssen wir kurz mal in Edeka. Da drüben ist eigentlich der Curry-Imbiss. Wir wollten uns was zu essen holen. Aber es schneit so sehr. Wir gehen jetzt kurz in Edeka, damit der Ismo ein normales Bier erstmal bekommt. Dann holen wir uns was zu essen. Das wird mitgenommen für heute Abend. Wenn wir dann Wrestling schauen. Ey, dann gehst du erstmal heiß baden, würde ich sagen. Ey, das ist so ein Schneesturm. Wenn du dahinter guckst, du siehst meistens die Autos gar nicht wirklich. Jetzt ist rot, jetzt kann man drüber laufen. Trams ist der Bademeister, sagt der Ismo immer zu. Also, bestes Wetter. Ist ja fast wie auf Teneriffa, ne? Gute Sache, so muss man es machen. So, der Ismo gönnt sich das gute Spatenbier, ne? Wir müssen direkt nämlich jetzt, aus München. Wir müssen nämlich jetzt erstmal was mit auf den Weg nehmen, bevor wir zum Curry-Imbiss gehen. Und jetzt habe ich gesehen, hier gibt es auch diesen Suchtee. Eigentlich wollte ich den niemals probieren. Ich finde den halt. Ich mag die Verpackungen einfach nicht, das Design, aber wenn das mich hier schon so anlächelt, nehmen wir da halt mal 4 Stück mit und probieren die dann mal zu Hause und dann wisst ihr Bescheid. So, wir haben jetzt gedacht, bevor wir wieder rausgehen in die Kälte, guckt ihr das an. Beste Mütze ever. Zoom darüber. Hä? Da hat er dasselbe Ding auf dem Kopf. Das gab's also schon früher. Haben wir gedacht, wir werden jetzt erstmal kurz hier uns ein Bier nehmen und so. Das ist nämlich hier das gute Spaten und der Suchti ist eingepackt und den werden wir mal testen und dann sagen wir mal hier so gute Nacht und alles. Das erste Münchner Hell gebraut seit 1894. Hier steht's drauf. Aus München. In München trinkt man Münchner Bier. Was steht da? Das gleiche. Das geht nicht. Das soll doch ein Scherz sein. Na egal. Alter, wir haben Bisa-Fan TV gefunden. Guck dir das an. Jesus lebt. Stimmt. Ah, der gute Rest. Guck, da ist der Ismo schon am Start. Der schleppt die ganze Zeit diese Tasche. Meine Tasche hat er jetzt hier auf seinen Koffer drauf. Schiebt die durch den Schnee und immer so bleibt er hängen. Guck dir die Schlittenspuren an. Sieht genial aus. Und da vorne ist schon der Curry-Imbiss. Und da wollen wir uns kurz einen Chili-Cheese-Döner holen für den Vlog. Aber die Tage vielleicht nochmal zum Curry-Imbiss. Und da nochmal was testen. Vielleicht hat er ja auch Mega-Döner, Jumbo-Döner, irgendwas. Oder kann uns was zusammen basteln. Ne? Aber jetzt erstmal kurz Chili-Cheese-Döner beim Curry-Imbiss in München. Gönnt euch. Richtig netter Besitzer. Schmeckt richtig gut, der Besitzer. Ja, Mann. So, der Hannes ist jetzt ins Imbiss eingedrungen. Da ist der Hannes. Der Hannes will jetzt hier zwei Chili-Cheese-Döner bestellen. Da ist der Ismo, der will einen normalen Döner. Und guckt mal hier, wie das aussieht. Döner-Kebab, Kebab-Chichi, Cheva-Piggy, wie auch immer. Das ist der Curry-Imbiss, den kennt ihr vielleicht noch. Der Curry-Imbiss-Mann ist aber nicht da. Aber der ist morgen bis 12 Uhr da. Vielleicht, wenn wir nicht so lange schlafen, schaffen wir es, morgen mal eine Wanderung hierher zu machen und können den Curry-Imbiss-Mann überraschen und können noch mal Hallo sagen. Ne? Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Jetzt wollen wir erstmal hier schnell was essen und ja, keine Ahnung, Curry-Imbiss halt ja, hier. Ja, füllen den Schnee. Ihr könnt euch auch da hinsetzen oder ihr könnt euch hier hinsetzen oder was weiß ich, wo ihr euch hinsetzt. Und alle Leute immer so, sag mal, ist sie nicht kalt oder was? Aber ich hab doch eine Kapuze auf, ne? Rams ist der Bademeister, zeig deine Hose. Rams ist der Bademeister. So sieht das aus. Na, kalt ist nur, wenn man sich nicht richtig anzieht. Ismo! Au! Was hast du gesagt? Jetzt lass was essen. Vielleicht schmier ich mich wieder hin. So, die Döner sind da. Guck dir das an hier. Das ist der Chili Cheese Döner. Schau da hier. Schau doch da hier. Und das ist der normale für den Ismo. Ismo, willst du mal abbeißen? Komm. Ja, Mann. Du hier hast doch Hunger. Stell es in Schnee hier schön. Stell es in Schnee. Beiß mal ab hier. Lass dir es schmecken, mein Guter. Ne? Ohne alles, ohne Schaf, ohne Brot. Einfach nur Papier mit Soße. Da hängt alles an der Kuschel. Hier fliegt die Zwiebel runter.
Das sieht doch schön aus. Juhu. Da, der Hannes ist da. Hannes ist auch da. Das ist der Hannes. Und auch das mein Chili Cheese. Mein Chili Cheese. Chili Cheese am Start mit Teller im Schnee, draußen auf dem Wagen. Gute Sache. Also der Chili Cheese von Ramses auch hier. Die wollten erst einpacken. Wir haben gesagt, nein, mach den einfach hierher. Wir essen den noch direkt hier an der Straße. Das ist Feeling, das ist richtig toll. Bevor der dir wieder matschig wird. Jetzt habt ihr hier diesen fetten, großen Döner von Kerry Imbiss. Wir beißen jetzt einmal hier rein. Den Rest werden wir dann so essen. Und wir sind die Tage ja eh noch mal hier. Denn ich feiere den Laden enorm. Ich muss hier unbedingt noch ein paar Sachen testen. Das ist der Chili Cheese hier. Mmh. Einmal reingepissen. Mmh. Döner im Schnee essen. Oh, das Beste, was es gibt. Hat auch gedacht, hey, seid ihr verrückt? Ist doch viel zu kalt draußen, aber nein, musst Döner im Schnee essen. Ein richtig gutes Fleisch dabei. Die Stelle ist, ich dachte schon, die ersten Videos waren in hier. Sind überall die Leute hergekommen, haben gesagt, die haben die Videos von ihnen gesehen. Die wollen unbedingt die Chili-Cheese-Dinge essen. Ja. Wie viele? Weiß nicht, aber die sind echt von überall hergekommen. Vor allem von den BMW drüben. Geil. Mmh. So. Wir haben jetzt beim Kerry gespeist. Es war wieder mal sehr deliziös. Jetzt sind wir gerade hier irgendwie im Bus. Das ist der Ismo. Das ist der Hannes. Und eigentlich sind wir gerade auf dem Weg zum Hannes, glaube ich. Ja. Damit wir endlich zu Hause ankommen. Und das Beutel wegbringen. Das Beutel wegbringen. Das Video beenden können. Und vielleicht nachher noch ein Tasting machen. Denn ich habe noch was dabei. Das ja, zeige ich euch aber gleich. Ne? Ah, verrat es doch nicht. Man kennst du nicht, Rico, Alter. Nochmal. Sie wissen viel, wenn der Tag lang ist. Doch ich frag mich, was wollen Sie von mir? Sie reden viel, doch gefragt habe ich nicht. Doch ich frag mich, was wollen Sie von mir? Es gibt immer diesen einen Typ. Und ich frag mich, was wollen Sie von mir? Oder so. Ja, man sieht eh nichts mehr, weil es dunkel ist, aber wir sind jetzt. Die Tonne voll Bier. Wir sind jetzt gleich bei der Tonne voll Bier. Beim Hannes. Aber das ist ja dasselbe. Guck mal hier, das Licht. Da ist schon wieder diese Burger-Klingel, da musst du draufdrücken. Komm. Wow! Wo denn? Nein. Noch eins weiter. Nein, zwei weiter. Als ob da jetzt ein Fahrrad steht. Der Burger-Klingel. Ich schwöre. Bei allem. Hier ist die Garage abgebrannt. Dann warum? Wo ist die? Ist es hier? Nee, auch nicht. Noch eins weiter. Noch eins weiter. Die Garage ist abgebrannt. Da ist ein Fahrrad mit einer Burger-Klingel. Guck hin. Nein, nicht mehr. Das haben wir runter gebracht. Das ist mein Fahrrad. Guck, das war meins. Keine Burgerklingel mehr. Nee, das war meins. Das sind Gänge, Bruder. Das sind meine. Das war meine. Hast du keine Klingel? Das sind doch Gänge, Mann. Das war der Fahrrad. Nix. So, wir sind jetzt eigentlich zu Hause angekommen beim Hannes. Aber beim Hannes hat der Blitz eingeschlagen. Deswegen geht kein Strom mehr. Spaß. Guckt euch mal an Hannes seine Lampe an. Mal ernsthaft. Das ist ein Hannes seine Lampe. Ja. Die erhält den ganzen Raum. Sieht aus wie Scheiße. Dafür haben wir hier in Ismo sein Rotolight. Das macht nämlich so. Das Rotolight, das erleuchtet euch alles. Jedes Fleck auf dem Sofa könnt ihr dann erkennen. Da ist der PC. Das kennt ihr vielleicht noch. Da ist der Hannes. Ne? Immer noch da, ja. Auch hier, er lebt noch. Da ist der Ismo. Der Ismo, der will nämlich... Der will eigentlich hier sein... Seinen Sack ausräumen, weil der will hier sein ganzes Zeugs rausschmettern. Hier, alles dabei. Ja, das ist ja wurscht. Da ist hier ein Spiegel, da sieht man hier ein Ramses und so Zeug. Und dann wollte ich euch noch kurz zeigen, aber wenn ich gleich nämlich das Video beende, was ich gemeint habe, mit was wir noch testen wollen. Das sieht voll toll aus, oder? Ich brauche auch ein Rotolight. Ich muss das mal kurz hier aufmachen. Den Rucksack. Moment. Weil wir nämlich, ach so, ja, verdammt, jetzt habe ich hier diese blöden, hier muss ich mal kurz
auf den Tisch stellen. Eins und hier zwei und hier. Brauchst du das? Ja, drei. Also jetzt wirklich, ja, vier. So, guck. Die vier hier, diese komischen Suchtier habe ich mir mitgenommen. Und was wir jetzt eigentlich noch testen wollten, ist die Berliner Luft. Ja, Mann. Aber Eisbonbon. Berliner Luft Eisbonbon. Ich glaube, es war vom NetGhost damals. Der hat mir das geschickt, weil der hat hier irgendwie überall immer was dran geschrieben, einen Zettel dran geklebt. Das möchte ich mir jetzt mal probieren dann mit dem Hannes, mit dem Ismo. Das kommt aber in einem extra Video, wenn wir dann ein Tasting machen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das heute mit Tag 1 mit unserem Vlog. Und ja, wir haben immer noch die Elephant, wir haben immer noch das Faxe, 10%, die Dosen, wir haben immer noch das Elephant, extra strong, 10,5. Wir haben den Pfeffi, ich muss das Video hier noch schneiden, damit das morgen rauskommt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Grüße an den Ismo und Grüße an den Hannes, wenn ihr das sehen. Ciao. So, kannst du mir jetzt mal kurz helfen? Willst du noch was sagen? Ah, das blendet. Dann hast du warte, nee, nochmal was. Du musst jetzt in die Nase rein. Ja, Mann, guck mal hier, ich wollte was zeigen. Aha. Guck. Da ist so eine Eisplatte. Da kann man so verschiedene Eisbonbons testen da draußen. Auf dem Tisch. Da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu kalt. Nein, aber das ist mir zu nass. Nass. Das ist hier. So, nass. Warte mal jetzt, warte mal. Was ist denn da? Film mal hier, wie ich das Licht ausmache, wie es sich verändert. Und dann das war's. Okay, bereit? Das ist mit meinem Licht und jetzt mit Hannes Licht. Oh mein Gott, Hannes, Ende. Wo ist er? Ende. Ende, ciao.